So, vor mir steht jetzt die Jessica Nerva Plata aus Mexiko, Gewinnerin. Erst einmal herzlichen Glückwunsch. Que felicitaciones por la victoria. Jessica, wie fühlst du dich gerade? ¿Cómo te encuentras ahora? Me siento muy contenta y feliz de regresar a México con mis cinturones. Sie fühlt sich sehr gut und sie ist froh, dass Mexiko Ehre bringen konnte. Und was waren denn deine größten Herausforderungen bei dem Kampf? ¿Qué era lo más fuerte la pelea? ¿Cuál era lo más difícil la pelea? Pues fue una pelea fuerte. Yo creo que los ganadores fue el público. Sabíamos de Sarah Borman, una rival muy fuerte, y pues se dio la pelea. Das Publikum ist der Gewinner und es war ein sehr, sehr harter und sehr starker Kampf. Ja. Und wie liefen die Vorbereitungen für den Kampf? ¿Cómo era la preparación para pelear? Pues fue una preparación fuerte porque sabíamos que teníamos una rival fuerte enfrente. Also eine sehr, sehr harte Vorbereitung, weil sie wussten, dass sie gegen eine sehr starke und gute Boxerin boxen. Und was sind denn jetzt deine nächsten Pläne nach dem Kampf in 2024? Wie geht's weiter? ¿Cuáles son los planes ahora en el futuro para ti? Pues espero durar muchos años como campeona. Sie will viele Jahre Champion bleiben. Da wünschen wir dir auf jeden Fall viel Glück und vielen Dank für das Interview und nochmal herzlichen Glückwunsch. Muchas felicitaciones y buena suerte para el futuro. Gracias. Danke.